Lieben da draußen, PokerCraft geht weiter. Das Event Team 3. Team 3, Gnom und Benny, der Grounded. Und wir werden mal sehen, wie lange das mit den zwei dauert und wie die sich dadurch durch das Event schlagen. Ich bin jetzt sofort still und dann geht's dann mal los. Ich lasse euch. Ja. Wo sind die beiden Mädels? Die haben sich gerade noch gekloppt. Also ich bin hier. Habt ihr den Gnomi schon ein Regelbuch gegeben? Das musst du Kim fragen. Nein. Gib mir mal eben deins. Ja. Mein Vorrat an Regelbüchern ist gerade leider nicht in der Nähe. Wir müssen es ja vorzeigen. Hilfe. War Game Mode 3, ja? Okay. Game Mode 3, ja. Genau, dann bist du im Zuschauermodus. Nicht, dass wir hier Punkte abzukriegen, weil Gnomi sein Buch nicht hat. Nein, da würden wir ja dran denken. So, Jungs. Da schwebt ein Trank in der Luft. Ja. Warte. Hilfe. Ich sag ja, der Torhammer ist hinter dir, wenn du was falsch machst. Jungs, kommt her. Schwert hinterher. Also, kommt zum Schwert. Drückt einmal Leertaste, hier ist ein Aufzug. Einmal hoch. Achso. Einmal nach oben gucken, da ist ein Knopf. Der. Ach, der in der Mitte. Ja, ja, okay. Das sind die Aufzüge. In die Mitte, Gloomy. Ja, stehe ich doch, oder nicht? Nein, du wurdest eben von Benny verschoben. Dann über uns der Knopf. Genau. Einmal, das sind bei den Knöpfen ist es so, der am nächsten dran steht, kriegt den Effekt. Das heißt, wahrscheinlich hing gerade Dex oder Rafa näher an euch. Ja, nein, ich stehe hier. Nochmal drücken. Ihr müsst wahrscheinlich ein paar Mal öfter drücken. Jetzt habt ihr mich teleportiert. Dankeschön. Jetzt wurde ich teleportiert worden. Jetzt, glaube ich. Okay, wir können ja nichts machen. Wir müssen ja warten, bis wir eigentlich mitgeportet werden. Das hier ist der Willkommensraum. Es gibt hier zwei Knöpfe. Einer geht zum ersten Event, zum finalen Haus, und einer geht zum wieder zurück zur Stadt. Ja, okay. Wenn eure Framerate ein bisschen einbricht, könnt ihr eure Render-Distance runterstellen. Das laggt hier bei manchen Leuten ein bisschen. Das bei anderen wieder geht. Möglich. Ist okay. So, und ich bin jetzt mal ganz still und sag erstmal viel Glück euch zwei. Zeit läuft doch nicht. Wir sagen euch, sobald es alles losgeht, könnt euch ein... Aber grundsätzlich würde ich sagen, kommt jetzt einfach, lauft dem Schwert hinterher. Ich bin jetzt übrigens mal im TS bei denen gemutet. Wo ist es da? Vielleicht mal ein bisschen zu kommentieren, wenn die manchmal ein bisschen stiller sind. Aber damit hier rein? Damit ihr immer was hören könnt. Ihr genau. Ich bin jetzt da fliegende Fahnen. Hier könnt ihr euch aussuchen, wer von euch beiden die welche Seite macht. Minecraft oder Ark? Hier ist Minecraft, also gehe ich hier. Minecraft oder Ark. Pokémon, ihr wisst schon. Ja. Genau, wie bereits gesagt, sobald ihr die Entscheidung getroffen habt, könnt ihr sie aber nicht mehr umändern. Das muss euch klar sein. Ja, das ist schon, das haben wir schon vorher drüber gesprochen. Sobald ihr da durchgeht, könnt ihr nicht wieder zurück. Dann geht's los. Mhm. Also, die Zeitung geht noch nicht los, aber dann... Verabschiedet euch nochmal voneinander. Wünscht euch Glück. Ja, das ist... Schummelt euch immer gegenseitig. Gut. So. Dann durch. Einfach auf die Druckplatten und weitergehen. Ja, die Druckplatte hat mehr zugemacht als aufgemacht oder so. Du hast jetzt erstmal 2 Minuten die Qual der Wahl, dir ein Team auszusuchen. Die Teams sind fest. Jede Reihe ist ein Team. Und die Teams können nicht miteinander vermischt werden. Gnomi, du darfst dich auch gerne mit Gnomi beraten, durchzugucken. Wenn du willst. Auch wenn was heißt jetzt jede Reihe? Meinst du jetzt so die Reihen, wo ich gerade langlaufe? Ist ein Team? Genau. Also sind 3 Teams insgesamt. Genau, 3 okay. Teams hast du zur Auswahl. Die Teams können nicht mehr getauscht werden, das heißt, treff deine Wahl klug. Genau, Gnomi, du kannst dich hier ein bisschen umgucken. Ich würde empfehlen, die Schallplatte in die Jukebox einzulegen. Also Team Nummer 2 würde ich nehmen. Team Nummer 2? Ja, mit Handball. Ja. Dann darfst du einmal die fliegenden Fahnen hinterher. Du bist nur Schallplatte in. Die hier. Genau, da wird das Schwert. Darfst du einmal hier reinkommen? Ich tausche mal kurz mein Team mit dem Team. Wenn ich das Schwert mal sehen würde, da. Und der Block hier unter. Du kannst dich schon mal zur Tauschmaschine stellen. Bin ich. Sehr schön. Okay, und hier werden die. Hier dancen die Papageien. Das ist so geil aus. Das sieht so gut aus. Aber wie gesagt, die Leute, die hören mich nicht. Nur das ihr habt. Das ist die geringste Reaktion bisher. Ja, so. Vögel tanzen, alles andere bewegt sich nicht. Also wir sind hier durch. Sehr gut. Dann, okay, die Karnickel drehen voll durch hier, aber das ist halt... Ja, egal. Wie sieht's bei euch aus? Gloomy ist auch soweit, glaube ich. Sobald ihr den Knopf drückt, beziehungsweise sobald Benny auch losgeht, ihr müsst zusammen los.
Denkt dran, ihr dürft nur zusammen weiter. Alleine zählt nicht. Muss ich jetzt hier rein, ja? Ja, achso. Hinter dir ist ein Teleporter. Dann würde ich sagen, starten wir die Zeit ab jetzt. Und Knopf drücken. So, dann muss ich Knopf drücken. Und ich muss springen, okay. Knopf gedruckt. Hier hört's auf. Ach, das sind jetzt schon die Fragen. Wenn ich durch die richtige Tür gehe, kriege ich was? Und wenn ich durch die falsche gehe, ist... Eine Wegwerfkiste, okay. Ja genau, ihr dürft ja keine Items mitnehmen. Immer am Anfang eines jeden Levels ist eine Kiste zum letzten Items wegtun. Ausgesessen. Ey. Du brauchst einen Schlüssel für die Tür. Schlüssel von Rätsel. Heilung? Achso, ich muss jetzt kämpfen. Ach ja, jetzt mal gucken, wie die zwei sich schlagen. Also, ich gebe erstmal so als kleine Verteidigung ab. Der Benny, wisst ihr das schon selber, wenn ihr das Let's Play sowieso verfolgt, der kann ja ganz gut mit Pokémon umgehen. Der Gnomi kann nicht mit Pokémon und auch recht wenig mit Minecraft umgehen. Also, er kann zwar bauen, aber baust du hier Dinge auf und ab? Nicht viel davon. Das ist so als kleine Verteidigung. Weil das... Okay, Gnome weiß glaube ich gar nicht, was er tun soll. Oh, aber hier hinten mit der Fußplatte. Okay, geht die Tür zu. Doch nicht. Ich will ein bisschen für euch kommentieren, weil natürlich nicht alle reden, konzentrieren sich und deswegen kann ich dann immer. Ich kann hier nichts machen im Moment. Zumindest finde ich gerade nichts. Gucken den mal hier zu, den Benny, wenn der Gnom nicht weiß, was er machen soll. So, zack, wir gucken mal. Dann habt ihr wenigstens den Kampf. Ups, Kamera dreht sich woanders hin. Ich hätte übrigens bei unserem Fight, also Round 1 mit Schnu, hätte ich übrigens das gleiche Team genommen. Weil das war mir eher geläufig. Tromborg. Muss ich euch jedes Mal Bescheid sagen, wenn ich heilen gehe? Nein, wir beobachten dich. Okay. Oh. Schlüssel für Rätsel. Ja, ich habe keine Ahnung, ich habe ja auch nur ein Buch gefunden, wo was drin stand, von wegen manchmal muss man Dinge austauschen und ganz viel Fleisch. Tschüss, ja. So. Nein, so ist falsch. Dicht dir dem Wasser einmal geben. Ich glaube, du musst eher was da runterwerfen, oder? Nee, halt. Warte mal. Wir haben einfach eine Kreuz- und Querverbindung. Also da hast du einen Wassereimer, den habe ich gerade aus meinem Kampf bekommen. Vermute mal, ich gehe mal ganz kurz heilen. Ja, ich wüsste nur gerade nicht. Nur so als Hinweis, die eine Tür ist hier noch offen, wo ich noch nicht rein soll wahrscheinlich. Beim Raum 10 und 8 und 6 sind alle offen. Okay. Also ich hab's noch. Also ich sehe hier ehrlich gesagt noch kein Rätsel, außer dass. Okay, da oben ist eine Falltür und da ist eine reguläre Tür, die auf und zu geht. Hast du da irgendwie Schilder oder so, wo was steht? Nö, nur das Buch, wo drin steht, dass man ab und zu Dinge austauschen muss. Moment, ich kann es ja nochmal vorlesen. Es ist manchmal wichtig, dass ihr zusammenarbeitet und Items austauscht. Manchmal müssen erst die Trainer besiegt werden, um weiterzukommen. Manchmal muss erst ein Rätsel gelöst werden. Ihr dürft nur zusammen weitergehen. Okay, also meine Seite habe ich ja fertig. Ich habe dir den Wassereimer gegeben. Das war auch wahrscheinlich das, weil ich kann hier drum gar nichts mit dem anfangen. Aber wozu brauchst du den Wassereimer bei dir? Wichtig ist die Kommunikation. Das machen die richtig gut. Ups. Ich glaube, ich habe gerade den falschen Wasserblock geschnappt. Okay. So.
Die Frage ist, was mache ich hier mit einem Eimer mit Wasser? Hast du schon mal in dem Haus drin? Ja, da ist nur eine Trittplatte und ein Enderstab nach oben. Okay. Ja, ich sehe halt auch gefühlt nichts. Also ich kann nicht wirklich viel helfen. Guck rüber, Benny. Und bei einem Enderstab bin ich halt auch überhaupt nicht sicher, hätte Benny geguckt, was der eventuell für Auswirkungen haben kann. Hätte Benny in dem Moment... Jetzt hat er es gesehen. Ich hab, geh noch mal rein ins Haus. Ja. Da ist eine Druckplatte auf dem Boden, ne? Ja. Wirf den Eimer da drauf. Also erst rausgehen und dann den Eimer da drauf werfen. Ach, dann knallst du mich erstmal durch die Tür. So. Du meinst... Mit Kuh. Einfach mal den... Oder? Oder musst du da Wasser draufsetzen? Weil... Du hörst es ja bestimmt, dass da irgendwas shiftet. Wenn du jetzt Moment, hier kommen immer mehr Enderstäbe von oben, oder? Wenn du... Nee, wenn du ums Haus rumgehst, da ist so ein lilaner Block. Ja. Und der geht dann nach oben. Wenn du auf die Druckplatte gehst. Ah, dann weiß ich, was es ist. Ich weiß nicht, vielleicht Wasser da reinkippen, aber ich glaube, das macht ja keine Druckplatte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, dass, wie das Rätsel wirklich richtig gelöst wird. Haus? Das weiß ich gar nicht. Ich habe das einfach in der Schnelligkeit gemacht. Da ist nämlich eine Kiste hinter gewesen, oh, deswegen habe ich das gemacht. Oh. Ja, jetzt ist das Wasser weg. Das war ein Dingssandblock. Ah, ja, da ist jetzt eine Kiste. Und da ist ein Schlüssel drin. Ja, gut. Den brauche jetzt ich sehr wahrscheinlich. Ja. Und blöpp. Schlüssel. Muss ich den da reinmachen? Ich weiß nur gerade nicht, wo ich hier rauskomme. Oder muss ich den... Was mache ich jetzt mit dem Schlüssel? Ich habe ja hier halt jetzt... Gerade eben hat er das alles gedreht. Jetzt macht das. Jetzt dreht er, pass auf. Ja, dann hast du einen Schlüssel für diese Tür. Oder? Eben hat er nämlich den Eimer da reingelegt und dann gedreht. Auf. Irgendwas macht TikTok da bei dir. Nur wenn ich hier lang gehe. Mit dem Schlüssel? Aber ich sehe nicht, ob sich irgendwas bewegt. Nee, es bewegt sich bei mir nichts. Warte mal. Geh nochmal dahin, wo es Tick und Tock gemacht hat. Hier macht's TikTok. Ich dachte, ich könnte hier was... an der Wand links von... Also, wo ich hier davor stehe, da ist eine Redstone-Schaltung, aber ich sehe nicht, ob da sich irgendwas bewegt. Kim, du bist ein Redstone. Es verändert sich nichts. Kim, man sieht dich. Jetzt gelacht, hättest du Gnomi noch unsichtbar gemacht. Ja, ich hab den Schlüssel, aber ich vermute, der muss da rein. Schlüssel von Rätsel. Du brauchst einen Schlüssel für diese Tür und dafür ist, denke ich mal, der Bilderrahmen, aber irgendwie... Jetzt bei dir eine Tür offen, eventuell? Muss ja auch eine Tür haben, oder nicht? Eine Eisentür. Ach so, warte mal. Hier oben ist eine Fallluke, Dings, Dachluke noch. Die kann ich aufmachen. Was ist da drin? Also die Schnu. Die Schnu wollte nicht unbedingt mitgucken. Deswegen haben wir sie mitgenommen. Nicht mal Wasser. Da komme ich also nicht hoch, außer ich klaue mir noch irgendeinen Block. Was ihr Männele macht. Wenn ich das reinige, macht es halt klick-klack, aber ich weiß nicht, die Tür öffnet sich bei mir nicht. Bei dir öffnet sich ja anscheinend auch nichts. Da ist jetzt wieder der Block da im Hintergrund. Ja. Der schon wieder fällt. Hat sie schon wieder ausgetauscht. Sauerei. Ja. Keine Ahnung, hast du... Was? Also es klickt wie Redstone, aber ich weiß nicht wo. Also ich sehe, dass hier was ist. Was Klick-Klick macht, aber... Du siehst, es passiert halt nichts. Du siehst auch was? Naja, wenn du drüber gehst, du hast ja diese Outlines. Und eine Outline hier direkt vor dem Wasser, wo es dann immer... Ach so. Klick-Klick macht, ist halt größer als die andere.
Ja, okay, also nur du weißt, wo der Schalter ist, aber nicht, ja, wo geschaltet wird halt, ne? Tür, geh auf. Das Lustige ist, wir sind ja auch an diesem Stück Rätsel gescheitert. Und dann haben wir in der Schnelligkeit einfach unser erstes... Schlüssel ist da, aber irgendwie geht's nicht weiter. Unser erstes Indiz genommen. Guck gerade, also hier ist irgendwas mit Redstone, aber... Es scheint da keinen Einfluss auf ihr, auf irgendwas zu haben. Eventuell die Redstone-Leitung kaputt? Das glaube ich nicht. Aber was mich halt so irritiert ist, ich sehe keine Veränderung. Normalerweise müssen wir ja irgendwie eine Veränderung sehen. Ja, wir haben ja theoretisch auch das Rätsel gelöst. Du hast den Schlüssel. Wieso ist hier auf einmal ein Wind? Oh, musst du da jetzt hoch oder was? Scheint so. Der war vorher nicht da, der Wind. Au! Ich pack den Schlüssel mal wieder da rein. Eventuell machst du den an und aus. Oh, hallo Eisbär. Okay. Hast du da oben einen Knopf? Ihr dürft nicht alleine weiter. Bedenkt das bitte. Ja, die Tür geht nicht auf. Was soll ich mit dem Schlüssel sonst machen, außer dahin? Ihr habt zwei Hinweise. Du brauchst einen Schlüssel für die Tür, Schlüssel vom Rätsel und bei Gnomi. Ihr könnt gerne die Hinweise nutzen, wenn ihr wollt. Also, ich weiß schon mal, bei Gnomi geht der Wind an. Okay, ich hüpf wieder runter. Au. Der Wind jetzt noch da? Jetzt gerade nicht. Okay. Also muss bei dir irgendwas noch sein, um mir die Tür zu öffnen. Das ist lustig. Aber sie kommen langsam drauf. Vermutlich. Ist, wenn der Schlüssel eingesetzt ist, ist jetzt die Tür offen? Nee. Einzige, was ich noch hab, ist ein Eimer. Ach! Was? Wow. Ah, ich dreh mich, richtig, ich fliege. Musstest den richtig. Du kannst hoch, meine Tür ist offen. Flieg! Flieg und sieg! Oh, ich warte mal noch kurz. Ich falle. Genau. So. Musst du wieder an sein? Nee. Hä? Muss das in eine gewisse Position gesetzt werden, oder was ist? Ja, ja. Jetzt. Jetzt fliege ich. Jetzt, okay. Müsste es ja schaffen jetzt. Ne? Sag, wenn du oben bin bist. Oben. Dann gehe ich jetzt auch mal durch. Redstone. So, den Eimer habe ich jetzt hier oben abgelegt. So, was haben wir jetzt hier? Wieder ein Buch. Aufzug. Irgendwo hinter dem Schnee liegt der Schlüssel. Ach, unter dem Schnee. Also das heißt, jetzt darf ich Schneeblöcke abbauen. Ja. Oh, ich muss den Weihnachtsmann bekämpfen. Passt. Und der war schwer, das weiß ich noch. Der war schmockschwer. Nein, das ist... Der war schwer. Das ist... Eis. Oder ist das Schnee? Das war Glas. Eis. Nee, das müsste Eis gewesen sein. Das ist cool. Das ist Schnee. Das war ein coole Pokémon hier. Der hatte voll die Trommel, der Kollege. Stone hat sofort die Schaufel gefunden. Weil der Gnome macht nämlich genauso wie ich. Wir kümmern uns direkt um das Graben und gucken uns gar nicht mehr um. Ach ja. Bäm. Mal gucken, wie der sich schlägt, der Benny. Hat er schon gefunden, die Kiste? Nee, noch nicht. Der sucht noch. Wir gucken mal beim Benny zu. So. Ich glaube, es ist ein bisschen angenehmer, wenn ich ein bisschen dazwischen was sage. Anstatt komplett still zu sein. Ah, das ist ja doof. Schick. Ja, jetzt kann ich sehen. Ich will aber gerne mal gucken. Hat das gefunden? Der Raum ist etwas klein für die großen Pokémon. Wir gucken auch rüber mal ein bisschen zum Gnomen. Der gräbt nämlich gerade Richtung Kiste. Benny, nicht klein, gemütlich. Aber ich konnte nicht mal das Shiny sehen, ja? Ich musste die Kamera in die Wand drehen, damit ich sehen konnte. Oh nein, bitte nicht. No. Hey!
Oh, ich hab den Bug. Bei dem Bug darfst du einmal das Spiel neu starten. Und wir schalten jetzt kurz einmal die Zeit. Ja. Dann mach mal ganz kurz nichts, Gnomi. Ja, hab gerade den Schlüssel aufgesammelt. Ich hab die Zeit gestoppt. Ja, bei dem Bug kann man ja leider nichts machen. Nee, das hatten wir mit Metal auch vorhin. Deswegen, du kannst sie auch gerne einmal gleich kostenlos hier, ohne dass ich es aufschreibe. Ey. Sonst wäre das irgendwie unfair. Ich hab zufällig einen Eisblock zerstört und nicht nur Schnee. Das ist okay, den habe ich schon wieder aufgebaut. Sobald du nicht hinguckst, wird das alles ersetzt. Wir sind schnell. Verstehen unseren Job. Nicht das erste Event, das wir machen, so gesehen. Und dann auch schon der x-te Durchlauf. Der dritte. Das heißt, es stehen noch zwei Durchläufe dann. Sehr lustig. War zu fünf, ja. Das ist nicht nur sechs. Die zwei Mädels sind echt gut drauf. Guck mal, zack, 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 zack. Wird wieder alles aufgebaut. Wer fällt dir noch für Team Nummer 6 ein? Ihr beide machen ja mit. Bitte. Ich hab mich zugehört. Ich hab nicht mitgerechnet. Ihr dürft dann wieder einen Pokémon-Fight machen, gegeneinander. Und da wird euch wieder gesagt, dass ihr nur einen Ball bekommt. Ihr habt Kim, hast du deinen Schneemann wieder ausgebuddelt, den ich da versenkt habe? Den hast du umgebracht, ja, habe ich. Okay. Sobald Benny wieder da ist und der Kampf wieder weiterläuft, starte ich die Zeit wieder. Okay. Bis dann halt noch kurz mal antworten. Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, okay, dann starten wir. Jojo. Ich hoffe, das passiert nicht zu oft. Kostet euch ja keine Zeit. Na, super nervig. Das stimmt. Manchmal kann ich Kamera drehen oder zoomen und jetzt kann ich mal wieder nichts. Manchmal hängt die einfach fest. Jetzt kann ich wieder. Ich glaube, weil ich nicht von Anfang an im Fight war. So war das, glaube ich. Okay, dann lassen wir sie mal prügeln. Delphox. Die sieht echt hübsch aus. Einmal den Milcheimer trinken, Gnomi. Bitte was? Einmal den Milcheimer trinken. Hast du Gnomi beworfen? Hast du gesehen, er stand zu nah dran. Ja, jetzt muss Benny noch den Weihnachtsmann besiegen, dann kann ich ihm den Schlüssel schon mal rübergeben. Ich kann so lange mal gucken, wo es... Ach, da geht's hier weiter. Ich weiß nicht, wie viele Pokémons noch sind. So, mein Mikrofon mal wieder... Hat mal wieder nur geknackst. Hat's aber das geschafft. War ein schöner Crit. Gewonnen. Und ich habe deinen gegen. Gut. So. Dann gebe ich dir jetzt den Schlüssel. Jo. Hallo, was ist der Schneemann? Dieser Stern ist immer ganz toll. Ja, ich gebe dir deinen Gegenstand, den du brauchst. Moment, das weg. Zip. Okay. Der ist auch schnell durch. Ein Knopf. Weißt du was, ich gehe schon mal vor Haar heilen. Spare ich mir das für gleich.
Jetzt muss ich nur noch wissen, wo ich den Knopf ansetze, ne? Ja. So, also ich vermute einfach mal. Ich fliege Decker. Schon. Wir haben hier viel länger gebraucht. Sehr gut. Kannst gemacht. Du auch weiter? Ja. Sonst komme ich noch wieder runter. Tür ist offen. Tür ist offen. Woody. Bin durch. Nichtmachschalter, Wegwerfkiste. Ich bin immer so. Oh. Moment, ist das eine Druckplatte hier? Nee, ist einfach nur ein Teppich. Wie geil das ist, wie cool die das gebaut hat. Interessant haben. Bei dir da. Respekt. Respekt, Mädels. Habt ihr gut gemacht. Das haut echt um. Oh, ein cooles Pokémon, das gefällt mir auch ganz gut. Sieht aus ein bisschen wie Artopoleura. Komm ich nach da? Ach, okay, da hinten muss ich hin. Hä? Wieso bin ich denn jetzt hier gelandet? Ja. Irgendwas, eins meiner Pokémon hat gerade einen Knopf gedrückt. Ich hoffe, das bewegt dich jetzt nicht aus Versehen. Nö, das also wird schon gehen. Dieser komische Drücker, der jetzt die ganze Zeit schon war. Ah, ich mag Admiral. Irgendwie scheint es hier Teleporter zu geben. Okay. Na komm. Ich liebe sowas. Aua. Ich hab genauso gedacht. Was zur Hölle teleportiert mich denn hier durch die Gegend? Sind das die lilanen Felder? Mhm. Sehr schön. So, mein. Das sind die lilanen Felder, okay. Informationsblättchen gerade noch gehabt. Oh, Scaraborn. Ich glaube, ich noch nie bin gesehen. Gespannt, hier. Wann der Gnom. Also, wenn man es öfters versucht, dann kann man sich das merken, wo welche lila Feld zum nächsten lila Feld portet. Oh, jetzt die Frage: Brauchst du das? Hat es schon geschafft. Kann genau. Ich dir das überhaupt zuwerfen? Das ist ja krass. Weiß ich nicht, ich hab einen Schlüssel. Wie heftig die Pokémon-Fights machen. Achso, hier. Bei uns hat das ja voll lange gedauert. Du musst bis hier vorne irgendwie hinkommen. Aber musst eigentlich gehen, einmal da nach vorne, dann nach rechts. Dann müsstest du direkt hier anhalten. Nach links. Tag. Hast du eine Spitzhacke? Und, Moment, da hast du einen Schlüssel. Nee, okay, hast du nicht. Gucken. Ja, genau. So. Okay. Weißt du, wo der weiter Weg ist? Nö. Doch, da oben. Ach, wieder oben, okay. Jetzt musst du da nur irgendwie. Jetzt muss ich an den Teleporter kommen. Du hast irgendwie schon wieder. Ah, okay, ich stehe an der richtigen Stelle. Aber du hast da hinten. Du hast da ganz hinten auf der anderen Seite von hier aus hast du noch so einen Bilderrahmen. Da muss wahrscheinlich die Spitzhacke hin. Siehst du den? Also direkt. Ach, da, wo ich den Schlüssel hergeholt habe? Eventuell, ich weiß es nicht. Moment. Weil Schlüssel kann ich ja. Ja, Tür ist offen. Das ist bei so mir. Klein da hinten. Ja, ich weiß nicht, wenn es nicht mit angebunden ist an das Rätsel. Obwohl, da ist ein Teleporter da vorne. Hier bitte ein Stack Beacon rein. Okay. Ich gehe schon mal meine. Habe ich hier überhaupt ein Buch gesehen irgendwo? Nee, ne? Überhaupt ein Hai? Ach, da. Also aus dem Bilderrahmen habe ich gerade den Schlüssel rausgeholt. Okay. Aber ich vermute mal, dass du die Spitzhacke brauchst. Ich weiß nur gerade noch nicht, wofür. Was steht denn da bei den drei? Welches Werkzeugen? Braucht für einen Beacon? Welches braucht für einen Beacon? Geht das da wirklich so? Ja. Leider steht das da genau so. Grammatikfehler sind nicht zu erwähnen, okay. Ja, theoretisch eine Spitzhacke zum Abbauen. Wenn das gemeint ist. Ich weiß es halt nicht. Ist das das blaue Ding hier oben drauf, was ja, man da... Ja, das ist der Beacon.
Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass hier das. Wo stand jetzt bitte ein Stack? Aber ich wusste nicht, was ein Beacon ist. Auf der Kiste, die da hinten in der Wand steckt. Okay, also musst du da wahrscheinlich dann den Beacon reinpacken. Ja, einen ganzen Stack, den habe ich mir gerade aus der Kiste unter dem Beacon geholt. Ja, muss wahrscheinlich ist, so. Also ich vermute mal, dass das Rätsel ist, weil sonst würde die Diamantspitzhacke ja keinen Sinn machen. Ich wusste nicht, was ein Beacon ist und ich wusste nicht, dass man die kaputt machen konnte. Da hat mir schon wieder das erste... Aber von da, wo teleportiert mich das dann hin? Zweite Indiz. Ach hier, okay. Das ich kann hier zwischengehen. Gute Zeit machen sie. Die sind echt schnell. Ah! Stack Beacon reintun? Hier vorne hat sich's geöffnet. Wo du gerade eben schon warst. Also musst wieder hier lang. Oh, wenn das so weitergeht, machen die eine Top-Zeit. Dann müsstest du ja direkt da stehen. Dann müsste ich da wieder landen, genau. Ja, und das hat sich gerade geöffnet. Dann kann ich hier einen Hebel ziehen. Ah, perfekt. Cool. Das mit dem Hebel aber bei mir nicht geklappt. Die Falltür aufmachen. Und dann hier oben durchfloaten. Jawohl. Okay, dann geh ich schon mal weiter. Sauber. Gut gemacht. Gut und schnell gelöst. Gut durchdacht. Aber jetzt habe ich noch die Spitzhacke dabei. Ah, Wegwerfkiste. Aber die ist so voll mit Fleisch, dass ich nichts wegwerfen kann. Also nehme ich einfach mal Fleisch raus. Also ich muss schon sagen, die Fragen habt ihr echt nicht schlecht ausgewählt. Oh, Bossfight. Bei Fragegeschichten kannst du auch gerne... Ja, bisher war uns alles einfach. Gerade eben war, wer hat das Telefon erfunden? Thomas Edison oder Philip Rice. Ja, okay. Da schließt sich halt schon das eine mit raus. Jo, was? Wo hatten die jetzt das Glas her? Hat er schon zweimal Glas geholt? Hä? Nee. Hä? Glowstone verstärkt Tränke. Oh. Ja, so weit, so gut. Da muss ich aber mal fragen, ob die das mit denen, ob die jetzt das neu gemacht haben, dass sie das Glas da reingesetzt haben. Siehst du, der guckt mich an. Hier ist ein leerer Bilderrahmen. Hey. Ah, hier ist das Buch. Das ist unfair. Wässerflasche, Netherwarze, Hasenpfote. Ein Trank der Sprungkraft, Stärke Stufe 2 bauen, okay? Aber ist egal. Minimal. Das hätte der Gnom auch schon so rausgefunden. Oh, gut. Gut. Ich hatte das nicht gedacht. Also, ich habe das ja erst später dann erstmal rausgefunden, wie das geht. Gut gemacht. Ich hatte aber auch ein bisschen Glück gehabt, aber ich hatte es auch einfacher, weil ich mit den Lianen oben drauf gelaufen bin. Deine gelben Haare über den Kopf, über die Bäume. Was ist noch? Landturm. Okay. Sehr schön. Der Gnom macht das richtig gut. Ganz gemütlich und entspannt. Rock hatte ich jetzt noch gar nicht drauf. Der sucht überall. Oh, weiß nicht mehr, was für Attacken hast. Er hat es schon gefunden, oder? Oh. Er hat es nicht gefunden. Oh, Wolverock. Du bist ein gutes Wolverock. Vielleicht noch nicht jetzt, aber später definitiv. Ich gucke nur ganz kurz mal Benny. Der Benny haut nämlich hier alle Pokémon. Der ist genauso wie der Metal. Der haut einfach alles weg. Das ist unglaublich. Dell? Okay, der Gnom ist noch am Suchen. Währenddessen der sucht, gucken wir uns mal. Ist bei dir schon durch? Nö, ich such's noch. Hab ja hier ein Rezept. Brauche Wasserflasche, Netherwarzen habe ich gefunden, eine Hasenpfote und irgendwas. Ich denke mal, das ist der Glowstone, wegen dem anderen Hinweisschild. Und dann muss ich mal gucken. Ah, hier ist Lohenstaub. Ja, und dann muss ich gleich einen Trank bauen, wenn ich die Zutaten habe.
Ich vermute mal, dass du eine Hasenpfote und vielleicht sogar eine Flasche kriegst. Ich habe Glowstone-Staub bekommen. Auch gut. Dann muss ich kein Glowstone hier drüben verhauen. Ja, ich gehe mich nur schnell heilen. Kann ja, ich ganz entspannt. Schon mal rübergeben. Ich muss wohl einen Sprungtrank bauen. Ich mache das einfach mal. Ich klicke mal das Bett hier an, falls ich denn irgendwie bezweifelt war, dass ich irgendwie sterben sollte. Aber hier ist die Übergabe. Wie schön. Ah, sehr gut. Ja, ist angekommen. Supi, danke. Aber das mit der Hasenpfote haben sie echt super versteckt. Hier wieder irgendwas garantiert. Die Hasenpfote. Weil du hast hier eine Ausgabe, aber... Ja, ich vermute, dass ich dann irgendwann hoch genug springen kann, um irgendwas oberhalb der Bäume, was ich im Moment noch nicht mal sehen kann, einzusammeln. Da oben ist... Benny kann es sehen. Im Moment, da oben ist eine Hasenpfote? Ja, hast du es gesehen. Wie komme ich denn da dran? Da ist ein Hebel in der Wand. Gut, die gucken gut. Komm mal hierher. Da kommst du leider nicht hin. Da einmal komplett rüber. Da an der Wand hier hinten ist ein Hebel. Und du hast hier einen Schalter vorne liegen. Ja, sehr schön, aber ich komme da nicht hin. Ich glaube, dass dafür brauchst du erst den Trank fertig. Ich kann nur nach hier hinten. Okay. Ohne was kaputt zu machen. Ich glaube, dafür brauchst du erst den Trank, dass du hier rüberspringen kannst, mit den Schalter dann und den Hebel geben kannst. Oh, ich vermute, den Hebel brauche ich, um die Tür zu öffnen dann. Okay, kommen wir denn hier hoch? Eine Sache hat sich geklärt. So, jetzt muss ich nur noch gucken, wie ich an die Hasenfoto komme. Ah, wird schon. Sehe die nicht mal. Die ist, verdammt gut versteckt. Oben, über mir. Ich glaube, das ist so noch nicht richtig. Wir haben alle keine Alchemie gemacht im Spiel. Oh. Kim hat die Flasche vergessen. Ja, deswegen hatte ich das mit dem leeren Rahmen erwähnt. Aber, also die... Also fehlt jetzt nur noch die Hasenfoto. Ist da oben an der Wand. Ach so, die Flaschen sind gar nicht drin. Also hochspringen und dann so, das ist einfach nur so eine Fake-Flasche. Ah. Okay, geht's. Mein Fehler. Oh. Ah, Tatsache. Sehr gut. Ja, hat gereicht. Sehr schön. Ja, jetzt musst du dir einen Trank brauen, oder? Ich hab nicht gesagt, ich bin unfair. Ja, es scheint so. Der hatte die Flaschen schon alle drin gehabt. Hast du denn Alchemiestern, oder? Gut. Ja. Okay. Sehr schön, mach das mal. Ich verstehe es nur nicht. Muss man das alles nacheinander dann von oben ins Wasser reindingsen, oder? Jetzt ist die Frage, ich habe schon ewig keine Alchemie mehr gemacht. Du hast ja eigentlich drei Felder, oder nicht? Ich habe unten drei und oben ein Feld. Und unten kommen, glaube ich, die Zutaten rein und oben die Wasserflasche. Die Wasserflasche kann ich oben nicht setzen. Denn pack. Nee, oben ist, glaube ich, das Ergebnis. Und die Hasenpfote kann ich unten nicht setzen. Das kann ich auch nicht setzen und das. Ich weiß es nicht mehr, das ist schon zu lang her mit Alchemie. Ich habe alles gut. Das Einzige, was ich nach unten setzen kann, ist die Wasserflasche. Das heißt, ich muss jetzt einfach nur die Reihenfolge vom Rezept her abarbeiten. Genau, so habe ich das. Alchemie habe ich nämlich auch noch nicht gemacht. Das ist gut. Ich habe das vor Jahren mal gemacht. Aber das merkt man sich halt alles nicht. Ja. Es regt sich was. Super Rätsel. Mädels, habt ihr gut gemacht. Also, der Storm kannte das. Der macht ja Alchemie bei sich in der Bude. Deswegen ging das bei ihm rein. Zack, zack. Finde ich gut, so. dass wir... An die Hasenpfote. Die das nicht konnten, sich da so ein bisschen. Und dann mache ich mir gleich einen Hopsetrank und hüpfe über den Busch. Okay. Ja, und da ist der Trank der Sprungkraft. Und jetzt verstärken. Wenn ich den jetzt mit Glowstone-Staub da verbaddel, dann müsste da gleich ein. Verstärkt da rauskommen. Gut. Sehr gut. Gefällt mir richtig gut. Ja, und dann musst du, wie gesagt, rüber springen noch auf die andere Seite und mir den Hebel geben. Ja, das kriegen wir hin. Gib dir den Hebel.
muss ja so, irgendwas musst du mir ja auch rübergeben. Oder? Ja, jetzt habe ich den Trank der Sprungkraft. So, und dann hast du gesagt, da drüben. Ja, einfach über die Bäume hier. Also über den einen Baum. Boing. Genau, und da jetzt ist der Hebel im Bild. Und hier ist ein Knopf. Okay, der geht für mich an. Das heißt, ich muss jetzt auf Timing-mäßig dir noch das Zeugs geben. Ja, Moment, du musst ja bloß ins Wasser hier reinwerfen. Und über dir ist direkt die Luke. Ah, okay. Also, du musst einfach nur... Ja. Also machst du selber diesmal den Luft, den Wind. Den Wind mache ich selber an. Okay, okay. Und du... Ich warte jetzt drauf, dass dein, bei dir die Tür dann fit ist. Perfekt. Passt. Kommst raus? Gut. Ja. Und Sprung. Dann, wenn du im nächsten Dings bist, ich warte. Jo, bin da. Welche ist die größte Sandwüste der Welt? Sahara oder nicht? Ja. Große arabische Wüste oder Sahara? Aber ich bin eigentlich Sahara. Warte, bin ich mir gerade unsicher Sand? Gewesen. Ja, ich weiß nicht, ob die mehr Sand hat, aber... Sahara war richtig. Ich glaube, dein Internet... Ach, gerade. Oh, wei. Der arme Gnome hat jetzt wieder Internet. Du bist gerade ein bisschen Roboter. Oh nein, ich will hoffen, dass er jetzt nicht gleich rausfliegt. Das kann nämlich sein, weil er der arme Gnome hat seit ein paar Tagen. Und hat's mich vom Server. Ja. Aber du stehst noch. Ja, wir stoppen die Zeit. Ja. Ja, das hatte ich mir auch gerade gedacht. Ihr kriegt's ja selber mit, wenn Gnomi Roboter wird. Naja. Gnomi, bist du denn noch da, oder? Ja. Naja, mehr schlecht als recht. Server neu. Der arme Gnomi. Das Internet macht jetzt auch noch mittendrin wieder was. Es lief jetzt die Tage einfach konstant jetzt, durch, jetzt ne? Jetzt bist du wieder normal. Ausgerechnet jetzt. Die Zeit weiter. Ja, ausgerechnet jetzt. So, ich darf, aber ich muss nicht, steht hier. Okay, ich mach schon mal. Ich bin ja hier. Hab ja meine Aufgabe immer direkt einsichtig vor mir. Depumentas. Da geht's hoch. Ja, ja, genau, da geht's hoch. Entschuldige, aber das hat bisher jeder gemacht. Stehen und hüpfen. Oh, wisst ihr, was ich mir bei der Pixelmon-Mod wünschen würde? Dass das wie bei den normalen Pokémon-Kämpfen ist, dass dir mal angezeigt wird, Gegner setzt jetzt Pokémon XY sein. Möchtest du wechseln? Wie es in den Standardspielen halt ist. Ja, nicht nur das, und auch die Animationen wären dazu ganz nett eigentlich. Ja, das mit ein bisschen mehr Animation. Das wäre schön, wenn sie das hinzugefügt hätten. Oder so ein bisschen Musik zumindest. Ich habe gerade Musik durch dieses eine Music. Es gibt tatsächlich den, es gibt tatsächlich Soundtrack von Pokémon und auch andere Musik. Habe ich beim AT-Launcher dazu gekriegt. Sind echt gute Sachen bei. Ja, den habe ich drin. Der ist gut. Der hat auch so ein bisschen mittelalterlich. Aber alles sowas, was der Dex nicht verwenden kann. Aber mir geht's einfach nicht, weil ich habe ja, ich installiere Java nicht nochmal auf diesem PC. Ich musste den PC im abgesicherten Modus starten, um Java zu löschen. Der PC sich nicht mal hat ordentlich starten lassen, das meine ich nochmal. Kann ich verstehen. Aber er hat ja ähnliche Probleme gehabt, nur nicht ganz so schlimm. Okay, also hier kann man im Kreis fahren, wenn man das denn möchte. Das wird hier nochmal hier sein Bauchplatsch auf. Ich weiß ja nicht, wie Moment, der Stone das in der letzten Session hat der Stone das irgendwie mit Luck hinbekommen. Wo man das schalten kann. Haha, haha, haha. Der hat irgendwie einen Lucky. Oh, das Buch muss ich noch wegpacken. Push gehabt. Der hat irgendwie drauf gedrückt. Dann hat er nicht mal geschossen mit dem Bogen. Habt ihr ja gesehen. Der hat einfach nur gedrückt. Klick, klick, klick oder sowas. Und dann hat er es geschafft. Ich hab keine Ahnung, wie das ging. Also, ihr habt ja gesehen, wie viel tausendmal ich geschossen habe. Der Stone hat das geschafft beim Drücken. Wie auch immer. Schalterblöcke. So, wir gucken jetzt mal im Blick vom Gnom. So sieht das aus, wenn der Gnom guckt. Natürlich ist es ausgewichen. Ja, auf mich mit Lehmschelle anzugreifen. Noch eine Lehmschelle.
finde ich mal ganz gut, dass man mit diesem Mode gucken kann, was der Spieler Dragapult sucht. Dragapult kann ich jetzt gerade vergessen. Lebensschelle. Können die nur Lebensschelle? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Weiß es nicht. Aber ist egal, ich habe gewonnen. Sehr schön. Ich habe einen Pfeil bekommen. Das was? Ist sehr gut. Wie krass schnell das ja. geht, ey. Ich habe hier drüben. Haut einfach alles weg. Den unteren. Du musst nachher bei mir hier oder wo? Ja, oben muss ich dann was zurückgeben. Ich weiß nur noch nicht, wo ich es herkriege, was auch immer ich zurückgebe. Ja, mach mal. Ich gehe heilen. Wie viel lange wir gebraucht haben, auch bei den Pokémon-Fights. Bei allem eigentlich. Bei dieser Mission habe ich auch. Bei Raum 5. Ja, ist krass, dass er so von hier aus weiß, dass er schießen muss. Ich sehe das immer, da steht dann immer drüber, welcher Raum wir haben. Super, dass er das macht. Ich glaube, 10 Stück oder so habe ich gesehen. Cool. Ich bin echt beeindruckt. Wieso treffe ich denn jetzt das Ding nicht? Siehst du, du hast schon 10.000 Mal getroffen. Doch. Das ist doch ein Treffer da. Ja, genau. Das hatte ich nämlich auch gehabt. Nein, das war kein Treffer. Sieht man aber auch nicht. Ist auch schwer zu sehen. Ach, ist mit Absicht so, dass du da nicht durchlaufen kannst, ja? Naja, das ist so gemacht, dass ich nicht... Steht auch drauf, ich darf da nicht zu Fuß dahinter. Also du musst den Knopf da erwischen. Ja, also den oberen habe ich scheinbar schon getroffen. Zumindest sieht es so aus, als wird ein Pfeil... Das war ein Treffer. Das war ein Volltreffer. Der ist auch reingegangen, der Knopf. Gut, und der andere scheint aber noch nicht drin zu sein. Ach, das sieht man, dass der reingeht. Das ist so. Der ist auch drinne. Der ist reingegangen. Ja, aber jetzt ist noch nichts passiert. Das ist jetzt halt das, was mich so ein bisschen... Ach, hier oben ist noch einer. Oh. Okay, dann habe ich hier wieder Luft. Cool. Da würde es dann weitergehen, aber das ist nur meine Seite. Also ist das bloß die Luft für dich so gesehen? Müsste ich aber irgendwie noch den Schlüssel... Manchmal denke ich echt, weiß nicht, was einfach also zu blöd gewesen. Schlüssel glaube ich nicht, wahrscheinlich wieder ein Hebel. Wie easy going die das alles machen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich jetzt von da schießen, mit dem Bogen schießen muss. Ey, ganz ehrlich, ich wusste noch immer nicht mal, dass man die Knöpfe anschießen kann. Keine Ahnung. Einzige, was ich noch machen kann, ist hiermit durch die Gegend geistern. Aber das hilft mir ja... Ah, hier ist noch... Hab noch einen Schalter gefunden. Versteckter oder was da hinten? Ja. Ah, na gut. Ah ja, ich sehe den sogar ganz, ganz minimal sehe ich den hier durch. Ich hab Scheiß gebaut. Du hast dich nochmal retten können. Gerade so. Ich sagte, ich hab Scheiß gebaut. So, von wo komme ich denn jetzt an den dran? Scheint ja hier mittig zu sein bei dir. Ich sehe es halt nicht. Nee, hier ist ein Block vor mir. Kannst du direkt über den Esel? Nee, da ist der Kaktus im Weg. Echt? Also dem darf er da nicht hinter. Nee, ich meine von da, wo die Lore jetzt aussteht. Ich sehe das halt nicht so ganz. Muss so noch höher. Von hier oben kann ich es versuchen, ihn zu treffen, aber ich weiß nicht, ob das möglich ist überhaupt. Ich sehe den Block komplett. Man kann einfach draufklicken. Oh, der Esel. Das war der Esel. Esel gibt eine Stunde drauf. Ach, Quatsch. Ach, also, Esel töten gibt eine Stunde drauf. Achso, nee, das schaffe ich hoffentlich nicht. Geh weg, Esel. Ich hoffe, ich treffe den Esel jetzt nicht von hier aus. Hä? Nee, hier scheint noch irgendwie ein Block im Weg zu sein. Ja, da ist noch ein Block im Weg. Das ist doch ätzend. Die denken, die werden langsam übrigens, Leute, ne? Die sind super schnell. Was du probieren könntest. Aus erfahrenen Lore? Nein. Es war nur so ein Vorschlag. Ich kann es versuchen. Ich glaube nicht dran, dass es was wird. Weil du musst an sich nur spannen und wenn du vorbeifährst. Draufhalten. Ich glaube, ich habe die Lore zerstört. Ja. Ja, dann nochmal hinsetzen.
Ich hab die Lobe auch dreimal zerschossen. Auch keine Ahnung, vielleicht von dem einen neben? Nee. Das ist dann, glaube ich, auch wieder der Kaktus. Ich bin hier übrigens ganz du musst unmöglich. Da so ganz blöde durchschießen, oder? Sitze ich hier so schräg. Ein bisschen weiter weg vom Mikrofon. Also ich kann theoretisch nur von hier schießen. Und dann treffe ich höchstwahrscheinlich den Esel. Oder ich zerschieße den Kaktus. Aber das gibt wahrscheinlich auch eine Strafe. Wir gehen nochmal in die Innereien von ihm. Wenn du das schaffst, nicht. Geht nicht in den Regeln. Ja, die Frage ist halt... Ich glaube, das geht aber auch gar nicht. Ja. Ich kann, wo könnte... Weiß halt nicht, wie es vorgesehen ist, ob es wirklich so vorgesehen ist, von wegen, dass du aus der Lobe... Hä? Ach, das ist ja fies. Auf diesen Dingskanten kann man runterfallen. Da kann man nicht mit Crouchen festhängen an der Kante. Hä? Wo hängt denn das? Da ein Block? Da scheint ein Block... Ja, hier vorne ist noch ein Block im Weg. Wow. Das ist so du hast getroffen. Ehrlich? Ist das so? Ich vermute es, weil ich habe eine Steindruckplatte in der Hand. Hä? Ich dachte, eine Steindruckplatte. Wie kommt die denn dahin? Okay. Ja, das heißt, du jetzt den Knopf dahinter dir nochmal anschießen wahrscheinlich. Ja, und dann hochfliegen und ich kann dann hier durch die Tür. Wie zum Geier haben die das gemacht? Ja, dann entledige ich mich schon mal einiger Dinge. Ja, außer den Bogen, den brauchst du noch. Genau. No. Nicht, dass du den jetzt auszusehen wegwirfst. Dann treffe ich nicht, oder was? Doch, aber jetzt musst du wieder alles aktivieren. Oder musst du erst alle drei jetzt wieder anschießen? Richtig. Muss anscheinend nochmal alle drei schießen. Nee. Boah, das ist auch fies. Sehr gut. Er ist getroffen. Dass sie das sehen, ey. Manchmal, ich habe manchmal das Gefühl, ich brauche eine Hornbrille. Den hast du nicht getroffen. Okay, ist egal. Hat wohl getroffen. Der ist auch getroffen und reingegangen. Aber es ist keine Luft mehr. Menno. Ist kaputt. Die Luft ist kaputt. Muss ich bei mir hier irgendwas auslösen? Eigentlich nicht. Kann ja nur die Druckplatte hier machen. Dadurch fängst du aber ja nicht an zu schweben. Das reicht. Okay, aber der geht automatisch rein. Okay, da hinten kann ich gar nicht hinschießen von hier aus. Aber keine Indizien. Finde ich sehr gut. Also wir haben es ja auch einfach gemacht, weil irgendwann hast du dann sowas wie so eine in so eine Rauchfahne aus den Ohren. Ach stimmt, hat auch Kim gesagt, wenn man zu nah an den Command-Blöcken steht, dann also kann sein, dass einer im Spectator gerade zu nah dran stand. Probier nochmal drauf zu schießen auf den einen. Ah, hey. Ja, stand wahrscheinlich wirklich jemand zu nah dran. Konzentriere dich aufs Fliegen. Ja, bin oben. Ich bin auch durch. Und unter Wasser. Okay. Fuck, wo ist denn hier mal Luft? Luft. Gut gefunden. Die Erde ist ja sehr viel mit Wasser bedeckt. Wie viel Wasser bedeckt die Erde? 71% würde ich jetzt vermuten. 71 was... oder 52? Ja, 71. Bisschen wenig. Right. Ja. Ja, war richtig. Du musst die Command-Blöcke in der richtigen Reihenfolge aktivieren. Merkt ihr, was sie tun und ertrinkt nicht. Boah, das ist ja cool. Kappadors, die aussehen wie Kois. War das bei mir auch die Bubbleblase hier? Ich glaube schon, ne? Sind das welche, die man fangen kann, oder? Ja, die kannst du fangen, Benny. Du musst nur die normale Angel dafür benutzen. Ah, das ist cool. Von diesem Kappador-Spiel, was es auf dem Handy gibt. Ah, das ist cool. Die sehen schick aus. Je nachdem, welches Muster die haben, sind die halt seltener auch. Genau wie im Spiel. Ich liebe Goldax. Hier, Dex, sein Liebling. Mit Liebling, Entoren.
Was du es nur als wenn du die entwickelst, behalten die halt nicht diese speziellen Farben, sondern sehen ganz normal aus, leider. Boah, ich würde mir die, glaube ich, in einen Teich einbauen einfach. So ein Koi-Teich. Was ich gut beim Gnom finde, der macht immer alles so ruhig. Ja, das war klar, das an. Konzentriert, das keine Ahnung, was er machen muss, aber macht er mal erstmal was. Jetzt sind überall lustige Command-Blöcke. Aber der weiß, wie diese Command-Blöcke waren. Ich weiß nicht, also vielleicht kriege ich wieder irgendwas, was dir hilft, wenn ich den Kampf vorbei habe. Ich habe keine Ahnung, ich habe hier gerade Spitzhacken gefunden und 16 Bücher. Ich kann dir nicht sagen, wie lange ich brauche, weil also bisher komme ich eigentlich sehr gut immer durch die Kämpfe. Ja, das war's mit Wulorak. Und wieso habe ich einen Redstone-Block? Eventuell für mich? Ich weiß es nicht. Gleich mal gucken. Oh, das tat weh. Gut. Sehr gut. Oh, Shiny Merrill in Gelb. Hab ich bei Pokémon Gü. Hä? Finde ich auch voll schön. Die kleine gelbe Osterei. Okay, der macht einen Schwebeeffekt an. Ah, gut jetzt. Erkannt. Now I understand. Wird schon raus. Ja, hier sind irgendwie Blöcke, die ich mit dem Redstone-Block aktivieren kann. Und dann muss ich halt rausfinden, was sie machen. Der da schwebt. Also der macht Schweben. Das bringt mich aber im Moment nicht weiter. Naja, vielleicht nachher schon, aber im Moment nicht. Oh, ich hab Fledermäuse. Ich gucke jetzt gerade, das ist auch ein Töpfchen, ne? Ich gucke nicht zu, weil wir haben letzten Mal die ganzen... Der hat hier einen Tintenfisch gespawnt. Das beim Gnom ist ein bisschen spannender, weil das ist ein bisschen knobeligere. Das ist, ich finde auch diese ganzen Knobelaufgaben sehr, sehr cool gemacht. Das ist ja mal unnötig. So. Trauriger Smack. Nochmal Drachentanz. Ja, das übernehme ich. Der da Benny, ist, da ist das Schweben. Er spielt ja auch andere Spiele auf, weiß ich nicht, Gameboy. Kein so. Block mehr, nee. Bye bye, Milotic. Oder sonst wo. Ich habe nichts bekommen. Was ist das hier? Passiert bei dir gerade irgendwas? Nee. Wir gehen mal bei ihm rein. Ich habe aber auch kein Item bekommen. Aber ich habe ihn besiegt. Ja, dann wird das wahrscheinlich an mir liegen. Dass ich hier irgendwas tun muss. Also ich habe wieder den Bilderrahmen. Also wahrscheinlich wieder einen Schlüssel. Moment, ich habe jetzt zwei Redstone-Blöcke. Ja, ja, ich kann dir auch diesmal gar wieso nicht. Kann ich hier gerade nicht. Wieso kann ich hier nicht rein? Also ich kann dir ich auch gar nicht. Unsichtbare geben. Wände. Ich kann dir nichts geben, sehe ich gerade, weil es gibt nur ein Ding. Diesmal. Ja, alles gut. Ich muss nur noch rausprobieren. Ich schwimme mal nach hier oben, habe ich eine bessere. Was macht das jetzt? Oh, jetzt habe ich den Dings. Den Schlüssel. Ja, okay. War hier irgendwo Futter? Ich glaube, ich muss mal was essen. Die Frage ist, jetzt brauchst du noch irgendwas oder kannst du denn einfach... Nee, ich kann dann mit Schweben oben raus. Achso, ja, den Schweben hast du ja schon gefunden. Genau, den habe ich schon gefunden. Ja, dann musst du ja bloß noch hier zum Fisch. Ich muss nur irgendwie zu dir kommen. Ich weiß nicht, wo genau ich hin muss dafür, um dir den Schlüssel zu geben. Hier vorne. Da drüben irgendwo? Okay. Ja. Hier vorne ist direkt der eine, beim Tintenfisch, der Blub heißt. Da, wo der Blub gerade rumgeistert, okay. Moment. Ich habe gerade ein bisschen Bammel zu ertrinken, ich habe nicht nur noch 4 Lebenspunkte. Hast du nichts zu essen? Muss da irgendwo in der Kiste sein. Habe ich nicht mitgenommen. So, Blub, geh mal weg. So. Schade. Ich sterbe. Nee, genau, habe ich nicht vor. So, jetzt muss ich einmal nochmal zur Kiste, die ist da. So, also Tür ist bei mir schon noch. Ich warte aber. Wir dürfen ja eh nicht alleine weiter. Hier gibt's nichts zu essen. Ich würde dir gerne Kartoffeln geben.
Alles gut, alles gut, alles gut. Also wenn am nächsten Raum so ein Dings ist, so eine Schalterung. So, da oben muss ich hin. Das ist der Block, den ich aktivieren muss. Gut gemacht. Okay, dann gehe ich schon mal. Schaffst du's? Aber ich bin, ich hab den Buff nicht. Punkt, Punkt, Punkt. Aber das ist der Knopf, wo du vorher den Buff bekommen hast, oder wie? Ja, das ist schon der richtige. So. Mögen die Geister bitte erstmal, wenn, dann auf Bennys Seite bleiben. Vielleicht nebenbei so ein bisschen oder ein bisschen entfernt. Ach, hat wieder irgendwer anders den Buff bekommen. Ja, das ist auf Dauer ein bisschen anstrengend. Sehr wahrscheinlich so. Und nochmal Luft aufpumpen. Zack. Ja, ich warte hier. Weiß ich gar nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, mach ganz entspannt, futter dich voll. Ich geb dir dann gleich. Füll dein Leben wieder auf. Hallo, Raffi. So, jetzt habe ich den Buff. Flieg zum Sieg. Nein! Wieso bin ich denn jetzt wieder runtergefallen? Hält der Buff nicht lang genug oder so eine Scherze? Okay. Das heißt, wenn ich durch bin, muss ich auch draußen bleiben und nicht wieder reinfallen. Ja, ich habe mich jetzt schon gepaut. Kann mich ja zurückbauen. Ganz entspannt. Oh, alles gut. Nee, das war kein Buff. Ruffy selber. Ich weiß es nicht, vielleicht muss auch der Stein erst wieder aufladen. Vielleicht war ich nicht lange genug weg. Sorry, das war diesmal mein Fehler. Aus irgendwelchen Gründen hatte ich einen Leck und ich konnte nicht mehr rechtzeitig weg. Oh. Und mir ist es einfach stecken geblieben bei dem Moment, wo du den Block abgebaut hast. Nicht Schiff drücken, ich habe mich gerade eine Ebene aus Versehen kurz nach unten gebottet. Aber ich konnte mich wieder hochbauen, glücklicherweise. Deswegen mach ich mal ganz kurz Stopp, weil das war jetzt mein Fehler. So, jetzt. So, da ist er. Nein, wieso komme ich nicht durch? Es ist nicht hoch genug. Ich komme nicht bis durch die Tür durch. Das ist ja irritierend. Da muss ich mir nochmal Gedanken machen. Wir sind doch einfach ganz normal durch. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ist jetzt schon diese 3 Folgen lang? Ihr habt bestimmt bemerkt, dass übrigens Vielleicht, wenn ich weiter oben stehe und den Stein von oben setze, aber dann... Weit weg kann ich denn sein? Nee, das ist, dann kann ich den nämlich schon nicht mehr setzen. Ich glaube, 3 Blöcke Abstand. Die hatte ich eben schon. Das heißt, da kriege ich nichts her. Tür ist offen. Aber es ist halt höher, als ich gedacht hätte. So, ich habe den Wolkenbuff. Ich habe immer noch den Wolkenbuff. Und jetzt hört er nämlich schon auf. Hier irgendwo noch ein anderer Knopf eventuell? Nö. Das nicht. Hast du eine Idee? Ja, eventuell ist er ja auch aktiv, wenn ich mich nicht ganz so nah da dran. Ich muss gerade mal kurz überlegen, wie nah er dran sein muss. Muss er direkt berühren? Oder würde da auch. Nee, da funktioniert zum Beispiel nicht. Nee, da muss er doch direkt berühren. Da bin ich einfach nur zu langsam. Ich denke mal schon, weil alle anderen haben es ja geschafft. Vielleicht bist du schneller, wenn du oben drauf setzt. Das wird schon gehen. Der Gnome macht das schon. Das kann sein. Weil du hast jetzt, also zu dem Busch konntest du es ja schneller setzen. Das ist ja nur ein Block entfernt. Oder so. Und jetzt habe ich die Richtung verpeilt. Ja, hier vorne. Das bringt mich jetzt gerade nicht weiter. Und jetzt ist das auch schon wieder ausgelaufen. Da hoch. Nee, aber anscheinend bist du wirklich ein bisschen schneller mit draufsetzen. Ja,
Okay, dann. Na, drauf und. Nein!